Nachdem mich Sandra erfolgreich in Hypnose versetzt hat, war leider auch der erste Teil unseres Urlaubes vorbei, allerdings geplant. Denn unser Urlaub war auf 2 Etappen aufgeteilt. In der Zwischenzeit mussten wir ein paar Tage arbeiten gehen, ließ sich leider nicht vermeiden. Als wir dann gegen Abend angekommen sind, war es so circa 8:30. Wir haben das Boot wieder mit den notwendigen Utensilien aufgefüllt. Alles soweit gut gegangen. Konnten am Abend noch ein paar Stunden draußen sitzen, haben dann mal wieder einen Blick ins Wetter geworfen und haben aber schon gemerkt, oh, da braut sich was in der Nacht zusammen. Einiges an Regen wird erwartet. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der erste Tag unseres Urlaubs und mein Blick geht nicht in die Kamera, sondern geht dahin, wo das Wasser hier reintropft in unser Boot. Heute Nacht hat es stark geregnet, wir hatten Gewitter, es hat richtig laut gedonnert und auch geblitzt. Also wir waren mittendrin in der Zelle, sind ein paar Liter Wasser runtergekommen. Ja, und jetzt hier am Eingangsbereich sind gerade 3 Tropfen. Und diese 3 Tropfen tropfen jetzt in diese Schüssel. Das sind jetzt keine großen Mengen, aber ärgerlich. Dann haben wir einen zweiten Wassereinbruch im Boot. Und zwar unser Sorgenkind ist vorne das Bugfenster. Das war schon immer ein bisschen kritisch. Und auch hier ist der Gummi wahrscheinlich verrutscht, der Dichtungsgummi. Müssen wir uns nachher mal angucken, ob wir den irgendwie richten können, dass hier halt kein Wasser reinkommt. Auch hier sieht man, ist das Wasser runtergekommen. Die Polster vorne weisen feuchte Flecken auf. Ansonsten war die Nacht ganz romantisch mit dem Gewitter. Oh Gott, ich habe romantisch gesagt. Naja, es war ganz nett. Es hat nicht weiter gestört, dass hier das Gewitter war. War alles soweit okay. Wir nutzten das schlechte Wetter, um die notwendigen Reparaturarbeiten vorzubereiten. In erster Linie konzentrierten wir uns dabei auf das Bugfenster, um hier die Gummidichtung auszutauschen. Wir sind zu Ultramarin zum Fachhandel gegangen, die konnten uns leider nicht helfen, weil es sich hier um Meterware handelt, gaben uns aber den Tipp, fahrt nach Friedrichshafen zu Gummifischer, die haben eine große Auswahl, gegebenenfalls haben die was auf Lager. Gesagt, getan. So, wir waren jetzt 2 Stunden oder mehr in Friedrichshafen unterwegs und haben geschaut, ob wir einen Dichtungsring bekommen, beziehungsweise für unser Fenster hier, dass wir da eine neue Dichtung bekommen. Das ist leider nicht so einfach, weil das ist Meterware, die muss extra bestellt werden. Es gibt verschiedene Profile. Jetzt waren wir bei Gummifischer und da haben wir so ein Alternativ-Meterwaren-Schlauch-Dichtungsring bekommen. Den müssen wir uns allerdings noch zuschneiden. Hoffentlich hält er dicht. Der hat leider kein Profil, weil das Bestellen dauert ca. 2 bis 3 Wochen. So lange haben wir nicht Zeit. Am Sonntag soll es nämlich schon wieder stark regnen und bis dahin müssen wir unser Fenster dicht bekommen. Und ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen alten Klebereste zu entfernen. Und hier sieht man schon, dass die Vorgänger sehr schlampig gearbeitet haben. Allen voran der Freddy Wachter, der das Boot ja immer gepflegt hat, der hat hier relativ großen Fusch betrieben, weil nämlich deswegen der Schlauch bzw. dieser Dichtungsring nicht gepasst hat und deswegen tropft es bei uns einfach rein. Als wir heute Morgen das Fenster versucht haben aufzumachen, haben wir den halben Dichtungsschlauch abgerissen und somit machen wir jetzt alles neu in der Hoffnung, dass Marius' kleine Bastelstunde erfolgreich wird. Neben den Reparaturarbeiten haben wir auch weitere Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Hier sieht man Sandra, wie sie das Holz abklebt, was wir dann gestrichen haben. Im Endeffekt konnten wir an dem Tag unheimlich viel erledigen und es hat Spaß gemacht, am eigenen Boot Sachen zu reparieren oder zu verschönern. So, die Klebereste habe ich jetzt entfernt. Das
sieht soweit ganz gut aus. Jetzt kommt die spannende Aufgabe, den Gummi da einzupassen und zuzuschneiden. Ich hoffe, dass mir das gelingt. So, wir probieren das jetzt mal in eine gewisse Form zu bringen, wie man es dann schneiden muss, ob man überhaupt die Kurven so legen kann oder ob das Band so starr ist, dass es dann quasi wieder zurückfluppt. Und fluppt ist da der Fachausdruck. Ganz eng, aber ich ein bisschen Glück gehabt, das war nach Augenmaß, nichts ausgemessen. Sieht so ganz gut aus. Aber der Gummifischer richtet das schon. War ja nicht sehr kooperativ, was das betrifft, sondern hat eigentlich immer nur alles gesagt, was nicht geht. Aber hat leider keine richtige Lösung angeboten, außer wir bestellen im Internet die richtige Meterware an Gummidichtung mit einem entsprechenden Profil. Nur leider regnet es am Sonntag und dann nützt mir ein Band in 3 Wochen auch nichts. Dann steht das Boot eh wieder draußen auf dem See. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich die einschneide oder nicht, weil wenn ich sie einschneide, dann läuft Wasser wieder durch. Wenn ich sie nicht einschneide, ja, will der Gummi nicht so eine richtige Kurve legen. Ne? Dass er länger ist, das haben wir bewusst so gekauft. Ich glaube, der Gummi liegt soweit ganz gut. Und wir können den ersten Schnitt machen, dass ich das hier mal abschneide, vielleicht noch ein bisschen länger lasse und dass wir das dann hier reinlegen. Dann probiere ich mal das Fenster zuzumachen. Abgeschnitten ist es. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. So. Jetzt kommt die erste Probe, ob das Fenster überhaupt zugeht. Mal den Paddex raus und dann werden wir peu à peu hier die Bank kleben. Da brauche ich aber auch deine Hilfe. Natürlich. Mit dem Kraftkleber Classic geht alles. Schuhsohlen kann man auch damit kleben. Dann sind ja Fensterdichtungen überhaupt kein Problem. Wir starten. Anwendung. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und passgenau sein. So, haben wir gemacht. Auf beide Oberflächen auftragen. Mindestens 15 Minuten ablüften. Mit viel Druck zusammenpressen. Hammer. Nee, das machen wir nicht. Endfest nach 3 Tagen. Gut, in 3 Tagen regnet es. Ich hoffe, bis dahin ist es erledigt.
sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Also wir haben es eingeklebt, sieht gut aus. Wir mussten noch zweimal nachschneiden, werden es ein bisschen auf Gärung schneiden sollen, aber haben wir jetzt über Kleber nochmal gelöst. Also von daher, wir sind guter Dinge, dass das Fenster auf jeden Fall wieder dicht ist. Optisch ist es auf jeden Fall ein Leckerbissen geworden und das, was vorher war, war echt großer Schrott, der uns da für einigermaßen teuer Geld verkauft wurde. Es war einfach nur Fusch. So, wir hatten ja noch eine zweite Baustelle, wo Wasser reingekommen ist. Das war ja jetzt hier über dem Einstiegsbereich in unser Boot. Also haben wir uns entschlossen, den Deckel zur Luke abzuschrauben. Einfach mal zu schauen, was verbirgt sich darunter. Ist irgendwo ein Riss oder eine Dichtung undicht? So. Die Luke ist ab, war jetzt auch nicht so schwierig, einfach die Schrauben lösen, dann kann man die auch schon abziehen. Jetzt werden wir da mal schön putzen und gucken, ob da ein Riss irgendwo ist, wo das Wasser von heute Nacht durchgetröpfelt ist. Obwohl wir den Wassertest noch einige Male wiederholten, ist dann kein Wasser mehr eingedrungen. Also wir haben den Fehler nicht feststellen können. Es ist auch kein Riss sichtbar gewesen. Am Ende des Tages haben wir uns dann natürlich belohnt. Wir haben alles das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Und es war ein ganz tolles Gefühl, am eigenen Boot so viel selber machen zu können. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!